Guten Morgen. Niedersachsen will ab nächstem Schuljahr die Vollverschleierung verbieten. Das bedeutet, dass junge Mädchen, die eben in ihrer Religion vorgesehen haben, dass sie vollverschleiert sozusagen nach außen gehen, dass sie dies nicht mehr tun dürfen. Und das sorgt in unserem Land für ganz schön Zündstoff, weil gerade im Anbetracht der Flüchtlingsproblematik hat sich das ja alles ein bisschen zugespitzt, zumindest empfinde ich das so, dass dass andere Kulturen halt wieder kritischer betrachtet werden, als es vielleicht vor 10 Jahren noch der Fall gewesen ist. Und ja, und das ist jetzt so ein bisschen noch so ein Wegweiser, wie es in unserem Land weitergeht. Also ob man die Vollverschleierung, die Religionsfreiheit verbieten möchte oder nicht. Ich möchte heute in diesem Video mit euch zusammen, in den Kommentaren dann auch, dieses Thema aufgreifen und versuchen, ja, beide Seiten zu beleuchten. Und ich versuche dann auch für mich eine Meinung am Ende des Videos, ja, festzustellen. Und ja, ihr könnt mich dabei begleiten bei meinen Argumenten. Schreibt euch eure auf. Schreibt in den Kommentaren auch gerne zu meinen Argumenten, die ich für die jeweilige Seite habe, auch auf, was ihr darüber denkt. Und lasst uns dann gemeinsam vielleicht am Ende so ein bisschen Konsens finden. Vielleicht gibt es auch keine Meinung am Ende bei mir, ich weiß es nicht. Ich will das mit euch zusammen hier erarbeiten. Ja, fangen wir an. Das Beste, wenn man etwas beleuchtet, ist, dass man wirklich beide Seiten beleuchtet, Pro und Contra. Was ist erstmal die Vollverschleierung? Ja, das ist halt, dass man komplett bis auf seine Augen sich bedeckt. Warum macht man das? Ja, die Religion schreibt einem das vor. Die Religion sagt, dass Frauen sich eben zu bedecken haben. Das gilt eben für Frauen, das gilt nicht für Männer, weil die Religion diesbezüglich halt eben unterscheidet. Gut, das ist erstmal, worum es geht. Was spricht denn für ein Verbot? Was spricht denn dafür, dass man die Religionsfreiheit, die ja durchaus bei uns ja, gegeben ist und die auch gefördert wird, dass halt jeder sich freiheitlich entwickeln darf, auch im Punkte der Religion, dass man die dann beschneidet und sagt, nein, Vollverschleierung in der Schule, das möchten wir nicht. Und da kommen wir zu dem ersten Punkt, das ist der gesellschaftliche Frieden. Wir leben jetzt in Deutschland in einer Gesellschaft, die tatsächlich sehr, sehr kritisch und auch in Angst lebt bezüglich anderer Kulturen. Und auch, dass die deutsche Kultur, was für sehr, sehr viele Menschen etwas sehr, sehr Wichtiges ist, das sage ich jetzt wertungsfrei, ne? Ob das jetzt für mich wichtig ist oder nicht, spielt mal keine Rolle. Vielleicht habt ihr mein Video schon gesehen zur deutschen Kultur. Aber es ist einmal ein Fakt, dass viele Menschen in diesem Lande die deutsche Kultur für wichtig erachten. Und das muss man dann auch einfach so akzeptieren. Genau wie ein Veganer akzeptieren muss, dass jemand Fleisch isst und ein Fleischesser, dass jemand nur Pflanzen isst. Und ja, und aus diesem Grunde macht es schon Sinn, dass man sagt, aufgrund des gesellschaftlichen Friedens und um diese Kluft nicht noch weiter zu vergrößern, verbieten wir eine Vollverschleierung. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, der ohne weiteres als Pro für die Vollverschleierung angesehen werden kann. Des Weiteren auch noch, was dafür spräche, ist, dass die Integration und das Zusammenführen der Menschen in einer Gesellschaft natürlich leichter vonstatten geht, wenn man den anderen Menschen sieht. Ja? Also wenn ein Mensch komplett verpackt ist, dann schürt das so ein bisschen Argwohn. Dass da man weiß nicht richtig einzuschätzen. Es gibt ja auch die Vollverschleierung, wo sogar noch über den Augen noch so ein Netz ist. Ich kenne mich mit den Fachbegriffen nicht aus, ist auch nicht notwendig für diese Diskussion, aber es ist sehr, sehr schwer, einen Menschen zu beurteilen, ohne dessen Mimik zu sehen. Viele Menschen drücken sich auch durch die Kleidung aus. Das ist natürlich dann auch nicht möglich, wenn jemand so ein schwarzes Tuch trägt. Vielleicht gibt es das in verschiedenen Farben, keine Ahnung, aber ich glaube, die meisten sind einfach nur dunkel. Und ja, das wäre dann auch ein Punkt. Also die Integration wird einfach und das Zusammenführen der Menschen wird einfach erschwert, sage ich mal. Und ein Punkt, der auch immer wieder angesprochen wird und der auch nicht von der Hand zu weisen ist, das ist durchaus auch ein Zeichen
der Unterdrückung der Frau ist. Es gehört zur Religion, dass die Frau sich in einer Art und Weise einschränken muss, wie es der Mann nicht tut. Und ich sehe da aus meinem Empfinden keinen Grund dafür, warum eine Frau in irgendeiner Weise sich mehr einschränken muss aufgrund einer Religion als ein Mann. Und dass die Frauen das freiwillig tun, steht außer Frage, also dass manche Frauen es freiwillig tun und sich verhüllen, weil sie einfach nicht als Frau vielleicht wahrgenommen werden mit all ihren Konsequenzen, was das nach sich zieht. Also dass eine Frau aufgrund ihrer von der Natur gegebenen Reize dann natürlich auf den Mann ansprechender wirkt, wenn sie, sag ich mal, schön verpackt ist, als wenn man ein Tuch drüber hat. Aber die Wahl hat man ja auch so, ne? Da muss man nicht auch noch sein Gesicht verschleiern, man kann sich halt einfach weite Sachen anziehen und dann ist das auch möglich. Und viele Frauen tun das, die im Rahmen ihrer Religion freiwillig, sie sagen das so. Aber auch nur deshalb, weil sie das gelernt haben in ihrer Religion. Das heißt, sie sind aufgewachsen damit, dass das normal ist. Und natürlich tun sie das dann freiwillig. Aber dann ist die Frage, ist das wirklich ein freier Wille? Oder ist das einfach nur konditioniert? Und man denkt, es ist der freie Wille. Das ist bei vielen Dingen so. Ich habe da auch schon ein Video dazu gemacht. Konditionierung versus Intuition. Da ist keiner von uns gefeit. Wir werden alle erzogen in irgendeiner Art und Weise. Wir auf uns strömen Umweltbedingungen ein, die uns prägen. Und wo wir denken, wir hätten einen freien Willen. Den haben wir aber in den meisten der Fälle nicht. Sondern es ist einfach konditioniert aus unserer Gewohnheit heraus. Und von daher kann man dieses Kontraargument, was dann vielleicht ins Feld geführt werden könnte, dass die Frauen das freiwillig tun, eigentlich zu den Akten legen. Also sie sind es einfach gewohnt, dieses zu tun. Manche Frauen aufgrund des Verdecken der Reize, die man ausströmt, die tun das freiwillig, aber das hat dann nichts explizit mit diesem Niqab oder sowas, glaube ich, heißt das, diese Vollverschleierung zu tun, sondern das ist dann einfach eine freiwillige Entscheidung, die jede Frau machen kann. Weiterhin, für ein Verbot spräche, dass diese Vollverschleierung, diese sich komplette Bedecken bis auf die Augen mit Sachen, für mich persönlich sich sehr unnatürlich anfühlt. Tiere haben ja generell keine Kleidung. Wir haben natürlich schon den höheren Stand der Entwicklung, was die Technologisierung angeht. Und deswegen sind wir auch eine Spitze der Nahrungskette. Dass wir Sachen tragen, das ist mittlerweile schon natürlich. Aber diese Vollverschleierung, es spricht zum Beispiel dagegen, dass wir die Sonneneinstrahlung brauchen. Wir brauchen Vitamin D. Und wenn du voll verschleiert bist, kannst du natürlich kein Vitamin D da produzieren im Körper. Wobei natürlich man entgegenhalten kann, ja, wenn man sich pflanzlich ernährt, dann supplementiert man Vitamin B12 auch. Ja, und wobei das gibt es ein Gesetzesurteil in Deutschland letztes Jahr, ich habe da ein Video dazu gemacht, findet ihr oben in den Infokarten, also Veganer, es überhaupt nicht erwiesen ist, dass sie einen B12-Mangel haben, per se, weil wenn sie sich vollwertig ernähren würden und wenn sie sehr sehr naturnah sich ernähren würden, das heißt, dass sie sehr viel Wildgrün essen, dann ist wahrscheinlich der Mangel gar nicht so hoch. Es gibt da ein paar Beispiele von Veganern, die tatsächlich auf die Vitamin B12 Supplementierung verzichten und deren Wert sich immer noch im Normalbereich befindet. Gut, aber jetzt muss man natürlich einschränken. Ja, es wäre natürlich gesünder, ohne diesen Schleier rumzulaufen. Es fühlt sich natürlich an, aber kann man es jemandem verbieten? Und da bin ich bei dem Punkt, dass ich da wirklich sage, nein, dazu braucht es eigentlich kein Gesetz. Weil wenn wir das aus dem Grunde verbieten, dann müssten wir auch den Fleischkonsum verbieten. Und na, das glaube ich, dass wir da noch nicht so weit sind. Das glaube ich ernsthaft. Weiterhin, was auch gegen den Schleier oder für das Verbot der Vollverschleierung spricht, dass der Energieaustausch, die Dynamik des Lebens erschwert wird. Jegliche Form von Abgrenzung, das ist meine persönliche Erfahrung und meine persönliche Meinung, jede Form der Abgrenzung ist erstmal per se suboptimal.
Wir stehen sowieso in Kontakt mit allen. Wir sind mit allen verbunden. Die Physik bestätigt uns das, dass es halt ständig zu einem Energieaustausch kommt, dass ständig Elektronen wechseln, ohne dass wir das wahrnehmen. Wir nehmen nur die Form wahr. Und um wirklich zufrieden zu sein, sein Leben in Harmonie zu leben, ist es sehr, sehr wichtig, diese Energien und diesen Energieaustausch auch zu leben und sich nicht auf die Formen zu beschränken, die wir wahrnehmen. Und das wird eben dadurch eben auch verhindert. Aber auch hier wieder der Punkt, darf man das denn verbieten? Sollte man sozusagen die neue Schwelle der geistigen Evolution verordnen? Und auch da muss ich sagen, nein, das ähnlich wie bei der Gesundheit, nein, das spreche auch nicht für ein Verbot. Es ist ein Argument dafür, keinen Schleier zu tragen. Und es richtet sich an die Frauen, die eben zum Beispiel das Video schauen. Und ich weiß zumindest von drei muslimischen Frauen, dass sie meine Videos schauen. Und ich vermute, die ein oder andere würde es auch tun. Also ja, das spreche ich dafür, keinen Schleier zu tragen. Aber für ein Verbot eben nicht. Was allerdings meiner Meinung nach wirklich für ein Verbot spricht und auch, dass es wirklich ein Verbot ist der Vollverschleierung, ist, und das ist auch so ein wenig angelehnt an das Prinzip der Unterdrückung der Frau, dass der Besitz gefördert wird, und zwar der Besitz in einer Beziehung. Denn wenn die Frau einen Schleier trägt, ist es oft damit assoziiert, dass sie nur ihrem Mann sich präsentiert, ihrem Mann, ihrem einen Mann und allen anderen Männern verwehrt. Und durchgesetzt wird dieses eben explizit auch von dem Mann häufig. Der Mann möchte diese Frau besitzen, es ist seine Frau. Und das wird dadurch gefördert. Und das ist natürlich wirklich so eine Sache, da sind wir eigentlich drüber weg. Mittlerweile kann jeder, und das ist auch gut so, die Energien frei fließen lassen. Das heißt, jeder hat das Recht, die offene Liebe zu leben, wenn er noch nicht verheiratet ist. Also selbst in unserem Land sind wir auch noch ein bisschen rückständig, was die wirkliche, ja, Offenheit und auch dieses Besitzdenken innerhalb von einer Beziehung angeht. Das heißt, sowohl Frau als auch Mann gleichermaßen bei uns. Wenn er in einer Ehe sozusagen nicht sich auf seinen Besitz konzentriert, sondern ja, einfach fließen lässt, mit anderen Personen Sexualität ausübt, dann ist das ein Grund, die Ehe zu beenden und mit all seinen formalen Folgeerscheinungen, die das dann inkludiert, ja, wird dann ja, losgetreten. Also auch bei uns sind wir noch bei weitem nicht so hoch, wie wir vielleicht den Maßstab jetzt gerne anlegen würden an die muslimischen Frauen und an die muslimischen Männer. Auf jeden Fall wird das Besitzdenken dadurch gefördert und die offene Liebe und die Freiheit und dieses Fließen lassen, was meiner Meinung nach auch ein Zeichen für die geistige Evolution ist, das wird verhindert. Und insbesondere halt eben, weil die Frau explizit darunter leidet, möchte ich da eigentlich davon sprechen, dass das tatsächlich ein Pro-Argument ist. Weil diese Offenheit und auch insbesondere die offene Liebe eine Sache ist, die wirklich uneingeschränkt gut ist. Gut im Sinne von einer subjektiven Bewertung meinerseits. Es gibt natürlich kein Gut oder Schlecht. Alles ist so gekommen, wie es ist und damit auch gut, weil das Universum oder die Gott, die universelle Energie, die Liebe oder was auch immer, das alles so ja, gemacht hat, wie es ist und das alles funktioniert, alles in Kreisläufen. Aber ich empfinde das aus meiner Sicht, und wir reden ja hier davon, dass wir uns eine Meinung bilden, und eine Meinung kann nur gebildet werden durch das Denken und durch jedes Ego für sich, möchte ich das als gut bezeichnen und entsprechend als Argument ins Feld führen. Und was ich auch noch explizit erwähnen möchte, ist die Religion als solches und die Fragestellung, inwieweit Religionsfreiheit auch ein Punkt ist, den wir fördern sollten und ein Punkt, den es zu beachten gilt. Und an diesem Punkt, ich bin jemand, der religiös aufgewachsen ist. Ich bin jemand, der in verschiedenen Religionen auch seine Erfahrungen gemacht hat. Von sehr, sehr dogmatischen Religionen bis hin zu sehr freiheitlichen Religionen. Also vom Christentum bis zum Zen-Buddhismus
habe ich ein paar Sachen durch. Und da möchte ich eigentlich ziemlich deutlich sagen, dass ich Religionen und die damit verbundenen Dogmen als sehr rückständig betrachte. Subjektiv aus meiner Empfindung. Religionen geben viel Halt, viel Orientierung für Menschen in ihrer Findungsphase. Das mag ganz gut sein, wird aber irgendwann zum Bumerang, wenn die Religionen dann einen in Besitz, in Beschlag nehmen und dadurch eigeninitiierte Kreisläufe kultivieren. Und aus diesem Grunde schätze ich die geistige Evolution höher ein als die Religion. Und entsprechend finde ich gut, dass aus diesem Grunde die Vollverschleierung verboten wird. Das wären so die Argumente, die ich dafür ins Feld führen würde. Kommen wir nun zu der anderen Seite. Was spricht denn gegen eine Vollverschleierung? Ja, das große Argument, was eigentlich immer kommt, ist eben die Religionsausübung. Was für mich persönlich eigentlich eben kein Argument ist. Und ich kann es für mich nicht als Kontraargument annehmen, weil ich die Religionsausübung ja, als nicht mal zeitgemäß betrachte. Zumal es auch in Religion Sachen gibt, die einfach auch gegen unser gesellschaftliches Recht verstoßen. Es gibt Religionen, die machen Dinge, die unserem Grundgesetz widersprechen. Gleichberechtigung ist eine Sache davon. Und ja, es gibt sicherlich auch kleinere Religionen, die eben auch noch Dinge haben, wo wir ganz eindeutig sagen, nee, das kannst du bei uns nicht ausüben. Das heißt, es gibt schon per se keine Religionsfreiheit, sondern es gibt erstmal unseren Konsens, unser Gesetz, unsere Gesetzmäßigkeiten in einer Gesellschaft und das ist erstmal bindend. Und Religionsfreiheit ist im Endeffekt nur so ein Wort. Du kannst alles machen, was du willst, ne? Es muss sich halt im Gesetz bewegen und es gibt keine Religionsfreiheit und deswegen kann man auch nicht drauf pochen. Aber es gibt ein ganz, ganz, ganz großes Argument, extrem großes Argument, was gegen ein Verbot der Vollverschleierung spricht. Und das ist die Kultivierung des rechten Gedankengutes. Die Problematik jetzt dabei ist, wenn wir dieses Verbot durchsetzen, dass alle Menschen, und da sind wir wieder bei der Abgrenzung, bei der deutschen Kultur, dass diese Menschen sich bestätigt in ihrem Gedankengut fühlen und damit die geistige Evolution wieder einen Rückschritt erfährt. Denn Abgrenzung ist Rückschritt. Es geht immer weiter in die Vernetzung, immer weiter in die Globalisierung. Ich weiß natürlich auch, dass einige von euch damit sofort negative Assoziationen, gerade was die Wirtschaft angeht, bekommen. Aber es ist einfach unabstreitbar, dass die Welt näher zusammenrückt. Und das ist was Gutes. Denn wir sind schon alle verbunden. Und da ist es nur logisch und konsequent, wenn das auch ja, einfach organisch passiert. Also für uns wahrnehmbar im Sinne von Formen, im Sinne von Gesetzmäßigkeiten. Und wenn wir jetzt sagen, nein, ihr dürft das, ihr dürft also dieses rechte Gedankengut kultivieren, dann ist das ein Rückschritt. Und da müssen wir aufpassen. Dann entsteht auch wieder dieser Fremdenhass. Und Fremdenhass ist mit Sicherheit nichts Positives. Und wenn wir dieses Verbot durchführen, dass die Vollverschleierung verboten wird, kultivieren wir genau das. Und das ist für mich ein ganz, ganz großer Punkt und von der alleinigen Gewichtung her der größte Punkt meiner gesamten Argumente und er liegt auf der Kontraseite. Jetzt sind wir an dem Punkt für mich, wo ich zusammenfassen muss. Und ich habe das große Argument, das Kontraargument, das größte Kontraargument und ich habe viele Pro-Argumente, die an sich von der Intensität alle nicht an das Kontra-Argument herankommen, die allerdings in Summe sehr, sehr facettenreich sind und entsprechend ich für mich feststelle, dass ich dafür bin. Obwohl ich es überhaupt nicht mag, dass das rechte Gedankengut kultiviert wird oder die Chance hat, sozusagen mehr in den Vordergrund zu treten und unsere Gesellschaft zu prägen, bin ich dennoch für ein Verbot der Vollverschleierung. Und das überrascht mich jetzt etwas, aber es ist einfach
so wie es ist. Ich bin tatsächlich für ein Verbot der Vollverschleierung. Und das möchte ich auch jetzt an der Stelle einfach so stehen lassen. Ich bin gespannt auf eure Beiträge, auf eure Anregungen, auf eure persönliche Meinung. Versucht etwas vielleicht die Emotionen rauszulassen. Ich werde auch wie immer die Kommentare moderieren. Das heißt, ja, irgendwelche emotionalen Entgleisungen oder irgendetwas, was nicht in Liebe, Toleranz und Respekt vorgetragen wird, das werdet ihr als Kommentare nicht finden. Und ja, bin sehr, sehr gespannt, was dann am Ende rauskommt. Ob wir einen Konsens finden oder ob es dann doch einfach diese beiden Lager gibt. Ich freue mich und wünsche euch einen schönen Tag und wir sehen uns morgen wieder. Euer Christian.